Guten Morgen, mein Herz. Wenn es deine erste Meditation ist, setze dich vielleicht lieber hin, sonst wirst du zu schnell wieder einschlafen. Ich möchte dich nun gerne auf einen Spaziergang mitnehmen. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug ins Lalaland. Schließe die Augen und atme nun dreimal tief durch. Ein. Und wenn du schon ein bisschen dabei lächeln kannst, puste beim Ausatmen alle Anspannung aus. Wieder ein. Und am besten mit einem Seufzer wieder aus. Noch einmal tief in den Bauch einatmen, als würdest du die ersten Strahlen der Morgensonne aufnehmen. Ganz entspannt beim Ausatmen, langsam alles loslassen, was dir jetzt nicht beiträgt. Und zieh dir in Gedanken Badesachen an und nimm dein größtes Badetuch mit. Fertig? Okay, dann komm mit. Hinter der nächsten Tür gehen 3 Stufen nach unten. Atme tief weiter mit jedem Schritt. Du hörst nun schon das Rauschen der Wellen und das Rufen der Möwen. Hier ist nun wieder eine Tür. Öffne sie. Wir sind nun an meinem Strand angekommen und die Sonne geht bald auf. Lege dir am besten ein Badetuch um. Der Wind ist noch etwas frisch am frühen Morgen. Spüre den weichen Sand unter deinen Füßen. Zieh dich um. Auf der rechten Seite erstreckt sich das Meer. Ganz weit entfernt am Horizont ist ein Schiff zu sehen. Die ersten Strahlen der Morgensonne tauchen über den Meeresspiegel auf und färben die kleinen Wolken am Himmel und die Wasseroberfläche in ein wunderbares Orange, das langsam weiter links in das schöne Himmelblau übergeht, das man nur am Morgenhimmel finden kann. Der hellbeige Sand glitzert an manchen Stellen ein wenig, so wie Schnee manchmal in der Morgensonne das Prisma des Sonnenlichts wiedergibt. Weiter links erstreckt sich eine Waldlandschaft. Das Grün der tropischen Palmen, aber auch verschiedene Grüntöne von dir bekannten Laub- und Nadelbäumen heben sich vom leuchtend blauen Himmel ab. Noch weiter links erhebt sich eine Bergkette. Die höchsten Gipfel sind ebenfalls schon in oranges Licht getaucht. Wenn du genau hinsiehst, kannst du erkennen, dass auf dem höchsten Berg tatsächlich noch Schnee liegt. Der im Licht der aufgehenden Morgensonne strahlend orange leuchtet. Atme nochmal tief durch. Spür nicht hinein. Fühlst du beim Ausatmen irgendwo einen Druck oder eine Enge? Ist es im Kopf, im Hals, im Herzen oder im Bauch? Fällt es dir vielleicht noch schwer stillzusitzen? Warte kurz, das haben wir gleich. Was du da fühlst, ist der Zweifel. Und diese Enge ist wie eine Sanduhr. Du hast vieles viel zu lange festgehalten. Atme noch einmal tief dorthin, wo du jetzt diese Anspannung fühlst. Nun rieselt die Sanduhr wieder. Es passt aber immer nur ein Körnchen durch die Mitte. Schenke dir jetzt bitte die Zeit und die Geduld, loszulassen, was dir nicht dienen kann. Du bist mit deinem Leben in einem Entwicklungsprozess. Dazu gehört es auch, Wege herauszufinden, wie es nicht funktioniert und wie du es in Zukunft besser machen kannst. Alle Sandkörnchen an diesem Strand sind von vielen anderen zurückgelassen worden, auch von mir. Atme noch einmal tief durch und öffne dein Herz. Nun gehen wir einen Schritt weiter.
Spüre nochmal den weichen Sand unter deinen Füßen und höre das leise Flüstern. Du gehst nun auf den fallen gelassenen Zweifel unzähliger anderer Menschen. Horche nun genau hin. Du bist ein wunderbarer Mensch. Du bist liebenswert. Du kannst das. Du gehörst dazu. Du wirst geliebt. Du wirst gebraucht. Höre das Lachen eines Babys, obwohl der Mama immer gesagt wurde, sie könne nie Mutter werden. Das Rascheln der Geldscheine, wo dem Menschen immer gesagt wurde, er würde es nie zu etwas bringen. Den Applaus vom Publikum, wo dem Künstler erzählt wurde, er würde nie von seiner Tätigkeit leben können. Das leise "Ja, ich will" von der Person, der immer gesagt worden ist, sie würde nie den passenden Partner finden. Das Klingeln der Kasse, obwohl alle diese Geschäftsidee unmöglich fanden. Den Stoßseufzer, sich, egal aus welchen widrigen Umständen, befreit zu haben. Die Sonne ist nun aufgegangen. Komm mit, ich möchte dir noch etwas zeigen. In weiter Ferne spiegelt sich etwas wider. Lass uns geradeaus den Strand entlang gehen. Du kannst nun erkennen, dass wir auf einen Spiegel zugehen. Der Wind weht nun ein Strandtuch weg. Je näher du dem Spiegel kommst, umso mehr kannst du dich sehen. Du siehst dich jetzt selbst, jedoch ohne deine Zweifel. Du hast ein strahlendes Lächeln. Dein Körper sieht genauso aus, wie du ihn gerne hättest. Du bist vollkommen gesund. Du bist vollkommen glücklich. Du strahlst Harmonie aus. Du strahlst Ruhe und inneren Frieden aus. Du bist innerlich und äußerlich im absoluten Gleichgewicht. Genau so, wie du es haben möchtest. Wir sind nun da. Hebe deine Hand und berühre den Spiegel. Die Oberfläche fühlt sich an wie warmes Wasser. Geh nun hindurch und nimm so viel mit, wie du kannst. Und komme morgen wieder. Alle Zweifel fallen zu lassen, braucht einfach Zeit. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, für den deine Zeit wichtiger ist als für dich. Und wenn du diese Erkenntnis heute mitnehmen kannst, wirst du bald sehr viel mehr schöne Zeit für andere und mit anderen haben. Nun komm wieder in deiner Welt an und öffne deine wunderbaren Augen. Und vergesse niemals, alles ist möglich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis morgen.